Russische Aktien laufen gut zurzeit. Trotzdem ist Russland immer noch eine der günstigsten Börsen der Welt. Die meisten denken bei Russland an die Gazprom-Aktie. Hier geht es heute aber um einen anderen Konzern, ein absoluter Rohstoffgigant, der genau die Metalle produziert, die gerade gefragt sind, nämlich Palladium, Nickel und Kupfer. Und das en masse. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen. Bevor es losgeht, gehe ich noch kurz ein auf Zuschauerkritik. In meinem vorletzten Video, da ging es um den tatsächlichen oder vermeintlichen Rohstoffzyklus, Superzyklus, der kommen soll. Da habe ich mal locker vom Hocker gesagt, China habe in 3 Jahren mehr Zement und Beton verbaut als die USA im gesamten 20. Jahrhundert. Das hat Widerspruch geweckt beim Zuschauer, nur Israel. Er schreibt hier sinngemäß, das sei wahrscheinlich Blödsinn, das könne gar nicht sein, das habe irgendwer mal behauptet, Dirk Müller oder so jemand, und seitdem plappern es alle nach. Ich habe sofort entrüstet zurückgeschrieben, dass ich das nicht von Dirk Müller hätte, dass ich es aber prüfen würde nochmal. Und es ist ganz interessant. Also aufgebracht hat die ganze Sache das Thema ein Wirtschaftshistoriker namens Václav Smil, basierend auf Daten vom US Geological Survey und vom International Cement Review, das ist ein Fachmagazin. Dadurch ist es aber nicht bekannt geworden. Bekannt geworden ist diese Zementbehauptung hauptsächlich durch Bill Gates. Der hat darüber 2014 in einem Blog geschrieben. Bill Gates also, da haben wir ihn wieder, den Erzbösewicht, der wirklich überall seine Finger drin hat, offenbar sogar in der chinesischen Zementindustrie. Und alle anderen haben die Sache dann wohl übernommen, offensichtlich. Und damit kann ich sagen, ich kann mich zwar schon auf was berufen, das viele andere jetzt auch gesagt haben, das ein bisschen belegt ist, aber trotzdem, der Zuschauer hat völlig recht. Es ist gefährlich, wenn man solche weitreichenden Aussagen einfach übernimmt, ungeprüft, auch wenn sie vermeintlich der Konsens sind. Belegen kann ich es nämlich nicht wirklich. Die chinesische Zementproduktion ist unglaublich hoch. Sie war letztes Jahr 24 mal so hoch wie die US-amerikanische. Ich weiß auch nicht, vielleicht können wir uns irgendwie darauf einigen, dass China eben in den Jahren nach der Finanzkrise sehr viel Zement verbaut hat im Zuge seiner Konjunkturprogramme. Was Dirk Müller betrifft, gegen den habe ich natürlich nichts. Er sagt sicher manchmal Sachen, die ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben würde und ja, höflich umschrieben. Aber wir haben in Deutschland seit ein paar Jahren wieder eine gewisse Aktienkultur und das ist auch ein Verdienst von Dirk Müller, sollte man auch mal gesagt haben. Darum, Dirk Müller, trotz allem Danke, bleiben Sie uns erhalten. Sie sind die Quelle, aus der wir alle trinken. Und wenn es schon mal um die Aktienkultur geht, zur Förderung der Aktienkultur nochmal mein Hinweis auf unseren nächsten Zukunftsmärkte-Report. 3 spannende Silberaktien. Silber an sich habe ich ja besprochen im letzten Video und Sie haben es vielleicht gesehen, ich bin da nicht so euphorisch wie viele, viele andere. Aber die 3 Silberaktien, die wir vorstellen, die finde ich trotzdem ganz interessant, weil sie eben in speziellen Situationen sind, in Sondersituationen, weil sie auch günstig bewertet sind und sie könnten sich damit eben jetzt auch gut entwickeln, auch dann, wenn der Silberpreis nicht steigen würde, sondern nur stagnieren würde. Der Report geht morgen raus. Er ist wie immer gratis. Sie müssen sich nur einmal eintragen auf www.zukunfts-märkte.de und der Link dafür ist hier auch wie immer unter dem Beitrag. Jetzt geht es aber um eine andere Rohstoffaktie und da muss ich eins mal vorausschicken. Manche Aktien sind ein bisschen zwiespältig. Das heißt nicht, dass sie nicht interessant sind. Vielleicht sind sie ja sogar genau deswegen interessant. Ich würde hier gern jede Woche vor Sie hintreten und sagen, oh, schauen Sie mal, ich habe schon wieder eine Aktie für Sie, bei der wirklich alles absolut perfekt ist. Super solide, Gewinn verdoppelt sich jedes Jahr, außerdem ist sie immer noch spottbillig, 20% Dividendenrendite und außer Ihnen und mir kennt die Aktie noch gar keiner. Toll.
So ist es nur meistens nicht. Und wenn man das Gefühl hat, es ist doch so, dann muss man sich auch immer fragen, ob man nicht vielleicht am Ende gerade was ganz Wichtiges übersieht. Wie auch immer, manchmal sind gerade die Aktien interessant, wo eben nicht alles perfekt ist und die nicht jeder liebt. Und so eine Aktie habe ich heute. Ein Unternehmen, das viele dubios finden, das manche vielleicht sogar hassen. Es ist Nornickel oder früher auch Norilsk Nickel aus Russland. Es hat mehrere Pferdefüße gleich. Das erste ist schon mal, es ist russisch. Heißt natürlich erhöhtes politisches Risiko. Wir wissen nicht, ob aus dem Westen nächste neue Sanktionen kommen in nächster Zeit. Die letzten Jahre war das Thema eher harmlos. Die Sanktionen, die gekommen sind, die waren relativ vorsichtig, muss aber nichts heißen. Norilsk Nickel ist ein Kandidat für solche Sanktionen. Der größte Einzelaktionär ist Wladimir Potanin, angeblich ein Freund von Wladimir Putin, und steht damit potenziell in der Schusslinie. Das zweite ist, Nornickel ist auch nicht gerade sympathisch. Es ist ein großer Umweltverschmutzer gewesen. Manche sagen, das dreckigste Unternehmen der Welt. Das ist auch schon seit Jahrzehnten so. Die meisten Minen und Hochöfen von dem Unternehmen stehen in Sibirien, rund um die Stadt Norilsk. Die ist eine der Städte mit der weltgrößten Umweltbelastung. Und das sagt nicht nur das Blacksmith Institute aus den USA, sondern sinngemäß auch die russische Statistikbehörde. Das heißt, wenn Sie einer sind von den Anlegern, die jetzt nur in umweltfreundliche Unternehmen investieren wollen oder in entsprechende Zukunftstechnologie, können Sie eigentlich wegklicken jetzt. Allerdings, was brauchen wir denn für die schöne neue Welt, die wir uns erhoffen, mit sauberer Luft und Elektroautos und alternative Energie und so weiter? Wir brauchen erstmal Unmengen Rohstoffe für die neue Energieinfrastruktur, die wir aufbauen wollen, und für die ganzen Stromspeicher und für Autokatalysatoren und so weiter. Und das sind genau die Rohstoffe, die Nornickel produziert. Und zwar in rauen Mengen und konkurrenzlos günstig. Palladium, Nickel, Kupfer, Platin. Ist jetzt schön blöd. Damit ist nämlich Nornickel, so wie viele andere Rohstoffkonzerne auch, für den Umbau unserer Energieinfrastruktur ein zentraler Eckpfeiler, ob man das jetzt will oder nicht. Das sind die Preise der Rohstoffe, die Nornickel produziert. Palladium hier zum Beispiel hat sich verdreifacht in 5 Jahren. Palladium braucht man für Katalysatoren von Benzinmotoren, ist auch relativ knapp geworden. Letzten Jahre. Dann Kupfer auf 5 Jahre auch wieder, ist auch stark gestiegen in letzter Zeit. Auch da rechnet man jetzt mit einem strukturellen Angebotsdefizit die nächsten Jahre. Und hier noch Nickel. Nickel war ein bisschen überhitzt in letzter Zeit, hat etwas korrigiert wieder. Aber auch da dürfte der Bedarf stark steigen die nächsten Jahre, weil eben immer mehr Elektroautos auf den Markt kommen, auch immer mehr gekauft werden und man damit immer mehr Akkus braucht. Die Rohstoffe, die Nornickel produziert, sind also stark gefragt, die Aktie ist weniger gefragt. Dabei steht Nornickel sage und schreibe für 41% der globalen Palladiumproduktion, also fast die Hälfte, und 24% der globalen Nickelproduktion, und ist damit bei 2 enorm wichtigen Rohstoffen der weltgrößte Anbieter. Und nebenbei noch 11% der Weltplatinproduktion und 2% der Weltkupferproduktion. Natürlich ist die Aktie auch gestiegen, analog zum russischen Gesamtmarkt kann man sagen, hat sich verdoppelt die letzten 5 Jahre. Aber wir sehen, gerade in den letzten Wochen haben wir wieder eine schwache Kursentwicklung. Und hier habe ich das Ganze nochmal auf ein Jahr. In US-Dollar, die ADRs werden in Dollar gehandelt in London. Die Aktie hat jetzt also wieder deutlich korrigiert die letzten Wochen. Und damit haben wir jetzt auf den für dieses Jahr eigentlich prognostizierten Gewinn ein KGV von unter 7. Und vergleichen Sie das mal mit der Bewertung, die wir bei anderen Rohstoffunternehmen in dem Bereich haben. Ich kenne keinen Rohstoffkonzern von der Größe mit so einem Rohstoffportfolio und solchen Vorkommen auch, der so niedrig bewertet ist. Die Reserven decken die momentane Produktion ab für mindestens 30 Jahre.
Und an der Verschuldung liegt es auch nicht. Die Nettoverschuldung, das können wir hier sehen, die war zum Jahresende bei 4,7 Milliarden Dollar. Die hat sich deutlich verringert die letzten Jahre und sie ist damit jetzt auch nur noch beim 0,6-fachen vom letzten EBITDA. Und die EBITDA-Marge war 2019 bei 58%, eine enorm hohe Marge. Da können die ganzen Wettbewerber wie BHP Billiton oder Rio Tinto oder Glencore oder wie sie alle heißen, wirklich einpacken. Und auch im schwierigen Jahr 2020 war die EBITDA-Marge immer noch bei 49%, also fast die Hälfte vom Umsatz waren wieder Vorsteuergewinn. Aber warum war 2020 so schwierig? Hat auch wieder mit Umweltverschmutzung zu tun. Letztes Jahr hat Nornickel da den Bogen wirklich überspannt. Ein Tank ist ausgelaufen mit 17.000 Tonnen Diesel. Es gab eine riesige Umweltkatastrophe. Es gab auch eine denkwürdige Videokonferenz im russischen Fernsehen, ist die übertragen worden, wo Wladimir Putin dann dem Wladimir Potanin und dem Gouverneur von der Provinz gefragt hat, ob sie denn noch ganz richtig im Kopf seien. Manche sagen, das Ganze war nur Show. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass Putin da wirklich sauer war. Er hat natürlich eine Vision von einem modernen Russland und das, was da passiert ist, das entspricht dem nicht unbedingt. Wie auch immer, man weiß es nicht. Jedenfalls, Nornickel ist verurteilt worden zu einer Strafe von 2 Milliarden Dollar, obwohl sie gesagt haben, das ist 15 Mal mehr als der eigentliche Schaden. Und sie haben sich verpflichtet, dass sie zusätzlich 5 Milliarden Dollar investieren jetzt in Umweltschutz und in Modernisierung. Und das ist wahrscheinlich auch nötig. Und dass die dann nach dem Unglück auch noch gesagt haben, naja, der Tank hat doch 30 Jahre lang gehalten, wer konnte denn das wissen? Das hat es auch nicht besser gemacht. Es ist einiges wohl schon relativ marode bei Nornickel. Viel ist noch aus alten Sowjetzeiten, ist nie so richtig modernisiert worden. Umweltschutz, egal, Hauptsache man produziert viel und billig und macht ordentlich Geld. Und darum passieren auch immer wieder schlimme Dinge. Zum Beispiel im Februar rechts ein Brechwerk, noch im Vollbetrieb, man sieht schon modernste Anlagen. Und man beachte jetzt hier links die Erzverladung, ist einfach in sich zusammengebrochen. Und zwar während man überprüfen wollte, ob das Gebäude noch stabil ist. Somit kann man sagen, das Prüfergebnis liegt jetzt vor damit und das Ganze wäre schon fast komisch, wenn dabei nicht auch Menschen umgekommen wären. Außerdem sind dieses Jahr auch noch zwei wichtige Minen abgesoffen, auch das noch. Und es dauert jetzt wohl länger als gedacht, bis diese Minen dann wieder hergestellt sind und wieder im Vollbetrieb sind. Was jetzt auch heißen kann, dass die Gewinnschätzungen schon wieder Makulatur sind und damit auch das KGV von unter 7, das ich erwähnt habe. Zumindest für dieses Jahr. Jedenfalls, was letztes Jahr belastet hat, das waren die Rückstellungen für diese Umweltkatastrophe. Obwohl der Umsatz um 15% gestiegen ist, auf 15,5 Milliarden Dollar, war aber trotzdem verschmerzbar alles, weil das EBITDA war damit immer noch bei 7,7 Milliarden Dollar, der freie Cashflow war immer noch bei 6,6 Milliarden Dollar. Jetzt kommt natürlich dieses Umweltschutz- und Modernisierungsprogramm und da hat Wladimir Potanin sogar vorgeschlagen, dass man dafür die Dividende kürzen könnte, die immer eine heilige Kuh war bis jetzt. Die Dividendenrendite wäre ansonsten jetzt ungefähr bei 9%. Dass dieser Vorschlag im Raum steht, das kommt jetzt natürlich auch nicht gut an, das belastet die Aktie. Ich glaube aber, dass dieses Investitionsprogramm nötig ist, dass es auf lange Sicht auch wertsteigernd ist. Sonst hätte das Wladimir Potanin auch nicht vorgeschlagen. Mit anderen Worten, für Anleger, die langfristig investieren, da sind diese ganzen Probleme jetzt, die natürlich nicht von Pappe sind, ist völlig klar. Aber die sind möglicherweise eben doch eine gute Chance auch für einen günstigen Einstieg. Wie gesagt, die Aktie ist spekulativ. Es ist auch ein Unternehmen, das man immer ein bisschen genauer beobachten muss, wenn man die Aktie dann hat. Aber wenn man solche Risiken eingehen kann und eingehen will und wenn man an den Rohstoffsektor auch glaubt, das ist natürlich auch eine wichtige Voraussetzung,
dann kann das eine sehr interessante Aktie sein, würde ich sagen. Als Beimischung, jetzt nicht unbedingt als Basisinvestment. Und einen gewissen Risikoabschlag hat diese Aktie natürlich auch völlig zu Recht. Aber hinter diesem Wall aus Empörung, aus Skandalen, aus schlechten Nachrichten und, da haben wir eben trotzdem ein Unternehmen mit Potenzial, mit enormen Assets, mit einer sehr hohen Werthaltigkeit. Und es ist nicht unwahrscheinlich meiner Meinung nach, dass Nornickel in ein paar Jahren deutlich besser dasteht als heute und damit dann eben wahrscheinlich auch die Aktie. Gut. Und mit der China-Zement-Geschichte am Anfang, da habe ich mich jetzt so verquatscht, dass die Zeit eigentlich schon wieder rum ist. Aber wir haben daran natürlich auch gesehen, Anregung und Kritik sind immer nützlich von ihrer Seite. Und abgesehen davon, die Erkenntnistheorie, die sagt uns ja, wir können nie wissen, ob außerhalb von unserem Gehirn überhaupt irgendwas real ist. Das soll heißen, ich habe keinen Grund zu glauben, dass sie wirklich existieren. Und dass ich sie jetzt auch nicht sehen kann, sondern dass ich gerade in eine tumbe Kamera reinspreche, das macht es auch nicht besser. Und in so einer prekären seelischen Lage wie der, in der ich mich befinde, da ist Zuschauerfeedback wirklich das A und O. Und wenn Sie es wirklich gut mit mir meinen, dann abonnieren Sie meinen Kanal. Der ultimative Beweis dafür, dass da draußen wirklich jemand ist, der freiwillig zuhört. Dabei dann auch die Glocke drücken, dann werden Sie auch benachrichtigt, wenn neue Videos da sind. Zeigen Sie mir einfach, dass Sie da draußen sind. Zeigen Sie mir, dass Sie da sind. Dann würde das mit meinen Videos nämlich auch plötzlich Sinn machen. Alles klar, ansonsten darf ich Sie nochmal kurz daran erinnern an unseren gratis Zukunftsmärkte-Report mit drei interessanten Silberaktien diesmal. Einfach noch schnell eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Wir sehen uns nächste Woche, wenn Sie wollen. Alles Gute Ihnen und wie immer Dankeschön fürs Zuschauen.